Hallihallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen bei einem Live-Let's Play. Ja, es geht mal wieder um Ark. Mit dabei sind. Oh, scheiß Maus verrutscht. Mit dabei sind Onkel, Nero, hallo. Dynamo, Hallo. Jan. Moin. Hallo. War der nicht hier immer noch hier? Nee. Nee. Ja, und endlich geht hier mal Ark weiter, liebe Freunde. Endlich. Und es hat sich so viel verändert. Und wir werden uns jetzt erstmal das Lager wieder angucken, was die ja so alles gemacht haben. Wie ihr seht, wir sind hier in dem Bettenhaus, wo normalerweise ja alles voll Schränke standen. Und jetzt stehen hier nur Betten rum. Und ich soll aber die Fackel ausmachen, wurde mir gesagt. Dass wir hier das Feeling haben. Ich hoffe, ihr seht noch alles gut dann auf YouTube. Und ich würde sagen, ihr zeigt jetzt mal, wer macht denn die Führung? Wer macht denn die Führung? Keiner zeigt eine Führung. Dynamo oder der Schno? Keiner, der eine Führung. Ich würde sagen, Dynamo oder Nero. Jan ist auch da. Wo ist denn der Jan? Jan, genau. Er steht oben auf dem Lager. Komm, Jan, du bist dann der Jan, Führer. Komm mal runter ins Lager, ins Dings und mach mal Führung. Gefreiter Schnucke, bitte antreten! Ich kenne mich hier leider nicht aus. Ich könnte mich auch als Führer anbieten. Ich weiß, in der Mitte ist ein gekreuzter Penis. Was? Also ein bisschen Peter. Fantasie braucht man dann schon. Ja. Ach, deswegen das P drüber, weil das ein Penis ist. Achso. Ah, das ist der Schno. Ah, da ist er. Besser. Oh Gott, der ist ja kleiner als ich dachte. Hallo. Hallo. Guten Tag. Das ist, damit ich mir zum Beispiel hier nicht den Kopf stoße. Weil hier passe ich super rein. Oh. Naja, okay, also ich mache mal die Fackel aus. Und du führst uns mal, weil das hat sich hier wirklich so viel verändert. Ihr seht ja hier unten, das ist auch Jan. Alles. Das ist auch Jan. Alles weg. Jan. Okay. Ja. Ich weiß auch, wo du noch super reinpasst. Komplett. Wir gehen immer weiter, Mensch. Hier steht ja alle. Ich komm nicht rein. Raus. Hast du wir haben ja einen Brunnen jetzt. Jan. Ich mach mal kurz hier draußen die nächste Fackel. Ich hab eine Fackel, also, ja. Ja, gut. Wir haben gleich einen Kurve. Ein Brunnen. Oh, hier. Ein Spino haben wir jetzt. Nur hier hinten. So, ein Moses. Hier ein paar neue Zweitmitglieder. Ich habe jetzt extra den Namen ausgeblendet, weil sieht besser aus, ne? Oh, guck mal, drei Drachen oben auf dem Dach. Leck mich am Arsch. Woo! Seht ihr die? Ja, und das ist auch relativ episch, muss man sagen. Sieht richtig episch aus. Ich habe keine Ahnung, welche. Und warte mal, immer jetzt. Was? Wenn du die Namen einblenden würdest, könntest du mal sehen, welches Level die Tiere haben. Ja, eben, das könntet ihr mir eigentlich auch sagen. Jan hat 193. Alter. Brown sogar 193. 50, ja, unsere Augelinchen. 220 hat der Terminator und der Dominator 53. Leck mich am Arsch. Oh, die Drachen sind auch gut dabei. Ich habe die Namenskonvention gehalten, weil der Dominator war ja vorher da und dann habe ich den einfach den Terminator genannt. Und jetzt möchte ich aber ganz kurz, bevor du uns jetzt rumführst, das hier noch zeigen. Und zwar haben wir jetzt hier die Stargate-Mod installiert und wir haben jetzt hier ein Stargate. Würdest du das nochmal anschalten, dass die Leute das sehen? Geht die noch? Und zwar, kann ich machen. Zack, er springt einfach durch. Und ja, das haben wir uns einfach gemacht, weil eben der Sergeant zum Beispiel am anderen hier irgendwo da hinten baut. Und das mit Wegen zu verbinden wird etwas schwierig. Guck drauf. Onkel, mach mal das Licht aus. Und komm mal zurück, das sieht so cool aus. Sau geil. Oh, scheiße, ich bin runtergefallen. Aber sau geil. Los, Heiliger, gönn dir! Und ehe wir uns da jetzt hier den Weg hinbauen, haben wir gedacht, wir holen uns einfach die Stargate-Mob. Zack, zack! Wow, es ist sau geil. Und zack, wir sind jetzt an einer anderen Stelle. Was ist denn das da unten? Absolut episch. Ja. Das neues Update. Das ist die Drachenwerkstatt. Wie die Drachenwerkstatt? Richtig, genau. Was, wie die Drachenwerkstatt? Geh mal runter. Tschüss, Noxi. Tschüss, Noxi. Der Einzige, der loshaut, abhaut. Ja, zu deiner Rechten ist immer noch die Berghütte. Okay. Der Einzige, der nackt ist. Aber, ich würde ja gerne sagen, komm, wir gucken uns die jetzt mal an, aber das wird nichts, weil wir haben nichts dabei, was fliegt. Da kommt man zu Fuß nicht hoch. Hat eigentlich einer von euch zufälligerweise eine Rüstung mit? Nö. Also, wenn ich jetzt hier unten. Nö. Also, das hier unten, das würde ich mir gerne mal aber im Hellen dann angucken, denke ich mal. Das ist, glaube ich, besser. Ja, das können wir machen. Ich glaube, da tun wir uns nachher nochmal hinbeamen. Jetzt machen wir nochmal das Tor. Also es ist immer nur der Dings, Jan hat mir erklärt, dass das bloß für eine Reise, da muss dann immer wieder den Code neu eingeben. Da muss immer wieder neu drauf scheißen. Apropos draufkacken, obwohl ich habe ja eben erst. Gibst du gerade einen falschen Code? Zack, und er aktiviert sich. Ja, ich habe den falschen Code eingegeben.
Und zack und. Boah, geil. Bam. Boah. Alter, von der Seite sieht das auch geil aus. Sowas von ewig, das Ding. Zack, und wir sind wieder zu Hause. Saugeil. Können jede Menge Zeit sparen. Nee, ich bin nicht zu Hause. Oh ja. Doch, doch, doch. Das dauert jetzt ein bisschen. Jetzt bin ich so. So, ach, hier haben wir auch noch einen. Der Angelika. Mhm. Genau. Alter, der Angelika. Der, ich mach die Namen wieder aus, weil das ist scheiße. Irgendwie draufgegangen. Und dann haben wir hier, ja, ich glaube, hier darf ich mal bestimmt noch die Fackel anlassen, dass ich mal gucken kann. Warte mal, wo ist denn die Fackel? Ja, ich würde sie schon mal ausmachen. Nee, ich meine hier mal ganz kurz bei den Dinos. Wir hatten das eigentlich da oben gebaut, diese komischen Träger. Und wofür? Das war der Dynamo. Ja. Boah, guck mal die ganzen Strikes an, leck mich doch am Arsch. Onkel, da bist du aber großzügig an dem hinter dem Stargate-Mod vorbeigelaufen. Was? Hä? Alter, der Taming Pit wurde ein bisschen erneuert. Ja, ah, hier, das ist unser Taming Pit, genau. Genau, genau, ein bisschen. Das Gewächshaus ja auch, genau. Ein bisschen? Ja, das Taming Pit, ja. Neu. Gibt so, kann man noch schön von oben dann drauf. Stimmt, ich hätte mal hinter das Dings gucken können. Oh, geil, das Gewächshaus sieht ja auch sehr schön aus. Oh ja, oh, komm noch mal dran. Warte, was ist denn da für ein Schild? 100 mal Thatch, 6 mal Kacke. Mhm. Es gibt Kacke? Was ist denn das hier? Achso, das ist ein Feuer, okay. Oh, nee, das ist ein Waschbecken. Eine Vogeltränke. Ah, saugeil! Das ist ja saugeil, echt. Und anscheinend funktioniert's auch. Ja. Das funktioniert super. Unser Gewächshaus? Obwohl, ich sagen muss, hier oben fehlt was, ne? Was? Hier oben fehlt eine Ecke. Hier, da ist nix. Oh oh, na, da müssen sie noch mal ran, die Bauarbeiter. Ja, ja, uns wurde ja, einmal das Gewächshaus zerstört. Zwischenzeitlich mal zerstört, genau. Angeknabbert. Ja. Wer knabbert denn am Glas rum? Okay, ja, und wie ihr seht, da hinten ist alles so mega beleuchtet, da gehen wir jetzt gleich hin, weil die haben noch was richtig Geiles raus. Das ist aber von der Richtung hier, das kommt besser. Ich habe jetzt die Fackel ausgemacht, natürlich. Aber lass es beeilen, ich habe Hunger, ich bin mir bestimmt sicher, dass es da irgendwas gibt. Also ich glaube, ich war einfach Neros Brathähnchen. Warte mal, wie sieht's mit Männern? Ah, könnt ihr, ja genau, ich habe auch Hunger. Wenn ihr was. Hier im Lagerfeuer. Okay. Alter, ich hang am anderen Lagerfeuer fest, warte mal. Oh, geil. Flash! Wer hat denn das jetzt ausgeschalten? Ich nicht. Ich hab nur. Achso, Eva-Inventar, okay. Ich bin komplett raus, Mann! Oh, Flash. Oh, geil. Foxy, sie sind raus. Ja, und hier, oh, oh, dieses Schild, geil. YouTube Germany. Was? Idiotus. Ja, jetzt right guck mal bitte auf unsere Kneipe. Ja, Kneipe. Oh, geil. YouTube Germany. Das ist also eine Kneipe, okay. Und unser Logo. Das ist also eine Kneipe. Taverne, was soll denn das sonst sein? Ein Haus, ein Lager, Kaninchen. Zum betrunkenen Kaninchen, okay, wir gehen mal rein. Wir dürfen eintreten. Da eintreten. Wow. Kann man sich auch draufsetzen? Boah, episch. Ich will Bier! Achso, ich muss mal einschalten, dann sehe ich das besser. Kann ich jetzt hier auch trinken? Ja. Der Barmann ist an der Bar hier. Also ihr müsst euch da Bier holen. Alles ach, klar. Dynamo macht einen Barmann, oder was? Ja, der Einzige, der mit dem Totenkopf steht. Okay, Bier? Auf dem Kopf. Ja, ich will Bier, hau mal her, du. So, von deinem Ding drinne. Ja, ich hätte auch gern ein Bier. Lecker, doch. Was ist das? Ja, Dankeschön. Ja, was, wie? Ich hab keinen Krug. Also, ich denke, ich werde in eine Bar kommen, da gibt's doch Krüge. Der Pitcher an der Seite. Oh, mir blubbert's. Ich bin noch nie in eine Bar gegangen und hab meinen Krug selber mitgebracht. Ah, hopp jetzt. Ah, hopp jetzt. Ohne Scheiß, da musst du bei uns hier hinten in die Ecke, da, hier hinten in die Ecke kommen, da gibt's was, da ist mir die Gefalle. Okay. Und er 5 Minuten lang blubbert. Du kriegst einen großen Pitcher. Und wie trinke ich das jetzt einfach ganz kurz drücken oder was? Nee. Einfach Inventar benutzen, wie du auch isst. Und dann rausnehmen, dann. Ja. Ey. So, da ist Bier drin, alles klar. Geil. Alter, was ist das denn für ein Bier, Alter? Wieso wiegt das 6 Kilo? Wow. Großzügige Portion. Doppelbock. Boah, ich bin besoffen. Okay. Familienpackung. Oh Gott. Okay. What the fuck? Bei mir? Ich hab gehört.
Scheiße, ist das normal? Ich hab gehört, du blubberst. Boah, warte mal, mach mal die Fackel an. Alter, Licht aus. Warum blubberst du denn? Boah, Alter. Du blubberst doch auch. Ui. Ja, Scheiße, liebe Freunde. So, in der oberen Etage, Etage würde ich sagen, macht der Tom die Führung. Boah, ja, Mensch, warte, ich geh schon. Wenn ihr mir dann hinterher torkeln könnt. Warte mal, ich sehe jetzt einfach nur noch Bläschen. Moment ganz kurz. Ach, oh, Alter, hier hinten leuchtet es rot. Warte mal. Ich dachte, du hast Alter, danach auch einen Kater, gelle Onkel. Ich jetzt? Erwähnen. Ja, du hast danach einen Kater. Oh, Scheiße. Ich schnaufe wie so ein Was bedeutet das? Warte mal, ich sehe es ja gleich. 64, 63. 60 Sekunden noch, eine Minute noch, dann ich setze mich doch wieder mal auf die Bank ein bisschen entspannen. Onkel, ich lass mir was schulden. Okay, hallo, Joxi, wie geht's dir denn? Onkel, ich hab noch nie falsche So ungefähr müsst ihr euch den Freitag der Gamescom vorstellen, wenn wir dann abend ein trinken gehen. Ich hab noch nie eine falsche Entscheidung getroffen. Deswegen fress ich erstmal einen Schnitzel. Ja, ach Gott. Hallo. Ja. Komm, wir spielen ein Spiel. Derjenige von euch, der ausatmet und die Kerze entzünden kann, der hat gewonnen. Ja, pfuh, guck mal, das ist eigentlich abgewollt. Ich 15 Sekunden noch, oh mein Gott, wie lange dauert denn das Besäufnis hier? Das ist ja Wahnsinn. Was, wie viel hast du gesoffen? Ey? Ein Bier. Es ist immer nur ein Bier gewesen. Das letzte Mal. Zwei ist das letzte, erstes ist das letzte. So, ey, muss schon sagen. But, oh, echt? Ich hab wirklich einen Kater. Und was passiert jetzt? Jetzt finde ich, habe ich so eine grüne Figur. Du kriegst keine Ausdauer. Ich glaube, ich bin gerade doppelt erschöpft. Ach, geil. Ich kann nicht mal laufen, genau. Also ich kann laufen, aber kann nicht mal rennen. Da hilft nur eins. Ist noch irgendwas dann nachteilig? Also kann ich da jetzt noch irgendwo hinkürzen oder so? Ja, hier Ausdauer verbrauchst du wie Hölle im besoffenen Zustand und ja, lauter so lustige Sachen. Ich hab gar keine Ausdauer. Ja, ich auch nicht. Du hast null Ausdauer, Alter. So, ja, jetzt Onkel, willst Führung du nochmal hier im Bett gucken? Ja, ich geh mal hoch. Oben sind die Gästezimmer. Oben haben wir fünf. Könnt ihr mir schon durchlassen? Oder was wolltest du jetzt? Warte mal, Schnur, wollte mir gerade was sagen? Also, nee. Ja, oben liegt Aspirin. Ja, also hier genau, oben, haben wir, die, oben haben wir die fünf Gästezimmer. Mhm. Das ist schon eines der gehobenen Preisklasse. Ey, Nox, du stehst im Weg! Ich kann mich selbst nicht bewegen, ich hänge zwischen Türrahmen, Angel und... Ja genau, schlag die nackte Frau, ja ganz toll! Geht das ach mir geil, raus. Mit Balkonien, oh, sauber. Balkon. Balkonien? Weißt du, schlägt erstmal eine Frau ins Koma hey, und dann, hallo! Oh, wir haben ja Balkon. Hey, hallo! Kann man mich nicht bewusstlos schlagen, wenn ich besoffen bin? Mit Balkon. Ja, jetzt geht's mir wieder gut. Alles gut. Da könnte man es wegen jetzt als Vergewaltigung abstempeln. Okay, ich gehe wieder raus. Hallo. Und die ganzen Zimmer sind, denke ich mal, gleich aufgebaut hier, oder? Alter, nein. Ernsthaft, habt ihr mir die Arme nein. verbunden? Was glaube ich da liegt? Wie liegst du hier da? Was haben wir denn hier? Ich hab die sind mit Balkon, die anderen drei zum Beispiel nicht. Gästezimmer 1, Gästezimmer 2. Wird das natürlich jetzt noch gleich. Ach, hier gibt's einen Balkon. Ach geil, hier gibt's einen Balkon. Sauber, da ist ja langsam ja. mal ist ja langsam Zeit, dass auch mal ein Gast mit bei uns sein kann. Cool. Ja, vielleicht wird's ja bald ein neuer. Sehr schön gemacht, Jungs. Sehr schön gemacht. Muss ich schon sagen. Also auf alle Fälle. Sogar fünf Gäste. Ja. Oh. Sollen wir hier noch? Cool, cool. So, ja, geil. Kann man machen. Dann geht die scheiß Tür jetzt zu. Ja, was los? Der Chat ist eingeschlafen. Die letzte beiden Nachrichten von Maxi, das geht gar nicht. Rivano, schreib doch mal was. Na, Rivano. Nicht so feige. Rivano hat einen Kater. So. Ja und? Hatte ich auch gerade. So. Okay. Oh, hier ist Terrasse. Terrassenbereich, sehr schön. Oh, Biergarten. Sehr so das quasi. Erkennt man nichts mehr wieder. Hier erkennt man echt nichts mehr. Mach das Licht aus. Licht aus! Onkel, gesellig zu uns. Ja, nochmal auf dunkel gestellt, weil das Feeling einfach besser ist. Einfach viel, viel besser. Ja, ich find's aber das kennst du selber noch nicht. Ich find's ja, richtig das geil. Ja, das hat der Jan nur ein bisschen weitergebaut. Dankeschön. Schönes Ding. Boah, sieht doch richtig geil krass. Aus. Ja, und das passt ja alles zum Hafen. Ne? Ich hab schon vor uns gesagt, wo ich hier drauf war, da kann man langsam ins Landesinnere ziehen und unsere Dörfer und Stadt aufbauen.
Geil, Alter. Was ist jetzt schon wieder, Noxy? So, Kinders, jetzt sitze. Nero, setzen. Letzte 6, sorry. Jetzt sitzen wir hier alle. Jetzt können wir mal besprechen über die heutige Tagung. Punkt 1, Grundführung. Schriftmeister, protokolliert, fast abgehakt. Punkt 2, Bier getestet. Erfolgreich, abgehakt. Hat geblubbert. War prickelnd im Abgang. So. Punkt 3. Jemand einen Vorschlag? Stargate getestet. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Ja. Punkt 4. Über weitere Punkte wird noch verhandelt. Tagung Ende. Hat sich hier am Lager was verändert? Keine Ahnung, wir haben Moses. Ja. Moses teilt das Wasser mit seinem Mund. Oh, genau, genau. Warte mal, ich gucke erst mal das Lager an und dann mache ich mir genau. Gut, ja. Oh, viele Schmieden. Da hat sich ja ein bisschen was getan. Dazu soll ich Jan was dazu erzählen. Oh ja. Ja, hier war unsere Metallschmelze. Wird derzeit nur noch zum Spritmachen genutzt. Und zum Reinigen wird Schnucke gerne mal komplett in den Ofen geschoben. Mit dem Pfeiftreinig. Okay, und ist immer noch nichts? Nee, die Stockwerke wurden noch nicht gefüllt. Doch nicht. Noch. Ja, das Ding hat ja auch genug Stockwerke. Hier ist immer noch die Crafting-Etage. Okay. Mit allem Nötigen. Übrigens, Noxy, hinten in dem Schrank hinter dir findest du Rüstung. Ah, im zweiten von links, glaube ich. Das ist hier für Stargate? Ah, genau, das ist hier für die Glas. Das ist die Glasmod. Die haben wir auch mit eingefügt. Ach, nice. Und zwar haben wir jetzt hier die Glasmod und da können wir Glas-Sachen machen. Und das hier ist Incident. Richtig geil aus. Auf alle Fälle mal vielen Dank für die, die das durchgezogen haben, obwohl so ein paar Leute nicht on waren. Unter anderem ich auch. Ja, und ich auch. Schon mal danke. Aber habt ihr gut gemacht. Bravo. Auf alle Fälle. Ja, dann kann man einfach mal Chat alle mal applaudieren. So, okay, aber ich muss jetzt noch mal ganz schnell ein was machen. Und zwar, das muss ich den Leuten noch zeigen, denn das hat, da hat sich Dynamo ganz doll Mühe gegeben und das möchte ich jetzt gerne mal zeigen. Was ist das? Weg! Was ist das hier für eine Kiste? Sortierbox. Das ist die Sortierkiste. Ach, das ist die? Ja, den Mod haben wir nämlich auch eingefügt, die Sortierkiste. Also hier kann man dann sozusagen oh, was hab ich jetzt gemacht? Boah, Alter! Das ist Stargate! Lasershow! Laser zu allen Tagern. Gescannt und dann kannst du hier Sachen ein... Wow. Im Moment sind es 163 Lager hier. Ja, wie ist das jetzt eigentlich? Wie funktioniert das? Kannst du, da kannst du irgendwie deine Sachen hier reinlegen und dann kannst du... Okay. Hier muss das Zeug dann dementsprechend beschriftet sein, oder? Nein, es muss mindestens eins drin liegen. Also du machst jetzt zum Beispiel hier ein Holzstück rein, hier machst du ein Steinstück rein und bla bla. Und dann weiß die Kiste ganz genau, die Kiste wird voll Stein oder die wird voll Holz. Genau. Und dann kannst du hier alles reinschmeißen, aktivieren und dann tust du das in die jeweiligen Kisten rein. Deswegen auch also ist das die NSA-Kiste. Deswegen auch an euch alle, bitte keinen Schrank komplett leer räumen, immer ein Item drin lassen. Okay. Und was heißt hier, nie Waffe, Werkzeug... Rüstung oder Sattel reinlegen? Warum? Dazu können wir nochmal hochgehen zur Crafting Arena. Crafting Etage. Ja, Etage. Weil da haben wir hier hinten einen Schrank mit Werkzeugen und da ist eine super Metallspitzhacke, die ihr versuchen könnt rauszunehmen aus dem Schrank. Genau. Versucht die mal rauszunehmen. Wer schafft, darf sie behalten. Die Ascendant, die rote. Ja, also ich glaube einigermaßen das Beste, was es gibt, aber... Gewicht 0. Oh, hallo Jan. Muss repariert? Ne, muss nicht repariert werden. Wieso ist sie komplett rot? Ja, weil das ist die höchste Stufe, ist Ascendant. Genauso wie grün, blau und ich so weiter. Ich sehe keine rote. Nee. Nicht das, sondern ganz rechts, wegen Repairing Require... Ich sehe keine Axt hier hinten in dem Schrank. Metal Pickaxe. Das erste Item im hintersten Schrank? Im hintersten Schrank sind alles Metal Pickaxe, Metal Hatchet, Metal bla 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 bla. Ja, Metal Pick. Ja, Metal Pick. Wie sei das in die festgebracht? Das erste Item. Ja, aber das ist doch. Ach so, da ist es rot, okay. Kinders,
Kann sein, dass ihr die festgebackt habt oder festgesetzt habt. Nein, genau das ist der Grund, warum man die unten auf dem Schild genannten Sachen nicht in die Sortierkiste legen darf. Die tut die dann richtig einsortieren, aber die sind dann auch für immer da drin. Ja, weil das Ding hat auch null Gewicht, also von daher... Ja. Eigentlich ist die Pickaxe gar nicht da, oder? Doch, aber die ist, ja, wie festgenagelt. Oh. Ja, genau, und was also, ich noch zeigen wollte, bevor wir jetzt hier sogar den Part abschließen, und zwar Dynamo, sein Dings, ich will es noch nicht sagen, ich will erstmal hingehen und dann seht ihr das selber. Das müssen wir aber auch im Dunkeln gucken, weil ich habe es vorhin so im Livestream von Bären. Noxy gesehen, dass es richtig gut aussah. Boah, oh ja. Alter, wo ist im Livestream denn von jetzt? Noxy hier? Gesehen. Weißt du, von 10 Minuten? Nein, ja, du hast ja schon früher, du hast ja schon früher ein bisschen rumgelaufen. Ja, und zwar, guckt euch das an, unser Hafen hat auch Schiffe. Und zwar hier, könnt ihr euch noch erinnern, Rising Dead von dem lieben Dynamo. Und guckt euch mal das Ding an. Das Ding ist so geil geworden. Aber richtig. Oh ja. Ja. Geh doch mal drauf. Und jetzt, ohne groß rumzuraten, verrat euch den Trick. Ihr müsst einfach ins Wasser springen und dann von unten rantauchen. Dann könnt ihr E drücken, um das Schiff zu fahren. Dann wieder E drücken, damit ihr das Schiff nicht mehr fährt. Und dann könnt ihr hier hoch aufs Deck gehen. Ah, ich seh's gerade. So, jetzt sind wir auf dem Deck vom Schiff. Cooler Trick. Ja. Ab geht's. Aber jetzt sind wir ja hier drin. Wie kommt man denn da hoch? Die Leiter. Yeah. Was Leiter? Ich sehe keine Leiter. Jetzt mal ohne Spaß, was blinkt denn hier als so rot? Guck doch jetzt mal zum Lager. Also wenn du auf dem Boot bist. Das sieht so befremdlich aus. Die Fackeln. Ja. Aber ich muss sagen, das mit dem Segel hast du eigentlich ganz gut hingekriegt, muss ich sagen. Ja. Sieht richtig gut aus. Dankeschön, ich bin ja noch nicht gefällt so ganz zufrieden, aber ja. Du lass nicht? Mich mal kurz, du musst es ja auch nicht. Lass mich mal, darf ich mal ganz kurz an die Harpune gehen? Ich will die auch mal sehen, wie die aber selbstverständlich, Onkel. Ich würde das auch hau ihn probieren. Durch. Denk dran. Onkel. Onkel. Ah, man sieht also bloß die... Geil. Aber richtig schön, ey. Jetzt kann ich ja auf Nero zielen und abschießen. Ja, 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 kannst du nicht. Wer ist denn das da? Saugeil, okay. Ja. Wieder mal eine kleine Führung gemacht im ersten Part. Und geht im zweiten Part weiter. Ach, geht was? Noch weiter? Ach, du ja, wir sind noch nicht fertig. Mit dem Lager schon. Oder? Ja, fast. Was ja, steht denn da hinten noch? Saugeil, die Drache von hier aus. Mega übel. Mega übel. Ja, vor allem mit dem Biegen dahinter. So. Richtig cool. Ja. Der Pom kann die Brauerei noch zeigen. Ja, warum eigentlich nicht? Was ist denn da hinten links? Halt, wo laufe ich denn jetzt überhaupt hin? Ihr wolltet irgendwas zeigen und ich laufe ja auch los. Ihr habt gerade ziemlich Janiks Boot außer Acht gelassen, aber... Ja, das ist ja auch noch nicht annähernd ja fertig. Das ist ja auch ein einfach, das ist ja nur ein Gestell. Das ist ja noch nicht schlecht, aber... Ja, also, von oben sieht das Lager mal richtig episch aus. Können wir uns ja gleich mal angucken. Ja, wir müssen sowieso noch wohin fliegen. Also ich würde gerne erstmal den Party abschließen, wenn das geht. Erstmal Party machen wir das. Ja, also hier seht ihr noch unseren neuen Moser. Nein. Achso, okay, ich halte meine Klappe. So, dann würde ich erstmal sagen, Livestream geht weiter und für YouTube, für die Folgen. Macht's gut, Leute. Bis demnächst. Tschüss. Ja, tschüss. Wunderschön.